Yeah. Was geht ab, meine lieben Freunde? Ion hier und herzlich willkommen zum 8. Battlefield Hardline Let's Play. Ja, Freunde, heute geht's mal endlich weiter mit der Kampagne. Die haben sich wieder sehr viele von euch gewünscht. Es haben natürlich auch ein paar Leute in die Kommentare geschrieben gehabt, mach mal wieder NBA und WWE. Aber das kam schon gestern und vorgestern, also ist heute mal wieder wirklich Battlefield an der Reihe. Und ich habe ehrlich gesagt richtig Bock auf die heutige Folge. Wir nähern uns immer mehr dem Ende und ich bin gespannt, was hier noch passieren wird, ob wir den Polizeichef finden und aufspüren können. Ja, wir sind jetzt hier bei Episode 8 angelangt. Es gibt nur insgesamt 3 Episoden, nämlich 8, 9 und 10. Dann haben wir das Spiel auch durch. Ich lese euch mal direkt vor, was heute so auf dem Plan steht. Souveränität, Episode 8. Mit Kais Handy lässt sich das Geld vermutlich relativ mühelos an seinen Zielort verfolgen, aber es dann auch zu holen, dürfte mit etwas mehr Mühe verbunden sein. Alles klar, Freunde? Ja, bevor wir jetzt starten, wollte ich noch mal eins loswerden. Wir haben jetzt nämlich einen neuen FIFA-Coin-Sponsor. Das passt ja nicht so zu Battlefield, aber für diejenigen, die auch viel FIFA schauen, wir haben einen neuen FIFA-Sponsor. Der hat richtig günstige Münzen. Den könnt ihr mal unten in der Beschreibung auschecken. Das ist Golda. Und da kriegt ihr auch noch einen 3% Rabattcode, wenn ihr den Spruch auf Rille bei Rabattcode eingibt. Dann kriegt ihr erstmal einen 3% Rabattcode. Und die Coins sind auf jeden Fall sehr günstig. Auf jeden Fall günstiger als bei unserem Sponsor davor. Also könnt ihr gerne auschecken, Freunde. Und guck mal bitte. Aber seht ihr unten diese drei Menschen, ne? Guck mal, der rechte von denen, wo das A steht, der sieht einfach aus wie David Hasselhoff, ey. Ich blende euch mal jetzt ein Bild von dem ein. Richtiger David Hasselhoff, Freunde, oder? Alles klar, Freunde, dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch direkt mit der heutigen Episode. Morgen geht's dann, denke ich, wieder weiter mit NBA, darauf den Tag mit WWE und dann kommen mal wieder Horrorspiele. Dann müssen mal wieder Horrorspiele wirklich kommen, Freunde. Da muss ich mich jetzt mal wirklich dran setzen und das auch mal durchsetzen. Ihr möchtet so wirklich, ja, wir starten jetzt neu auf Rollup, da wird rasiert. Ah! Los geht's. Was bisher geschah. Wir bieten ein Netzwerk aus Cops, Armeepartnern und Grenzschutz. Wer uns bezahlt, erhält Zugriff auf das Netzwerk. Wenn wir das in eine der Aktentaschen schmuggeln, können wir es tracken. Du willst also Dors schmutziges Geld klauen, bevor es gewaschen wird? Boah, das geile Haus, Mann! Das musst du alleine durchziehen. Kangs Mörder war vielleicht ein alter Freund von mir. Da! Hast du Stoddard erwischt? Ich dachte, ich gehe dir einfach mal zur Hand hier. Ja, das war in der letzten Folge, da war das richtig krank geile Haus gewesen, Freunde. Jetzt geht's weiter. Habt ihr die Nachrichten gesehen? Was, das mit Rock? Offenbar habt ihr zwei einen Schaden von $3 Millionen Alter! Der Typ lebt eben im wahrsten Sinne im Glashaus. Oh yeah, ich hab was Cooles. Remy ist auch am Start von und FIFA. Und das wäre, wo Dors sein schmutziges Geld aufbewahrt. Deine Taktik ging also auf. Hier wurde Kais Handy hingebracht. Dors Firmenzentrale. Die Bude ist eine Festung. Wir reden hier von Privataufzügen, kugelsicheren Fenstern und jeder Menge... Das Gebäude kenne ich. Ist auf dem Foster Key vor der Küste von Miami. Und hier ist ein Auftrag für einen Tresor, der vor 6 Monaten in der Penthouse Suite installiert wurde. Okay. Und weiter? Dicke Stahltür mit Kombinationsschloss und Magnetversiegelung. Also sprengen wir ihn. Ah, dafür bräuchtet ihr so viel Sprengstoff, dass das Gebäude platt wäre. Also sprengen wir nicht. Oder doch? Ich kannte mal welche, die hatten einen Autodialer, einen Safe-Knacker-Roboter. Sie nannten ihn den Brecher. Die Dinger sind ultraschnell, die können jeden Kombinations-Safe knacken. Ruf an, wir leihen ihn aus. Schon passiert. Müssen ihn nur abholen. Sauber. Ja, in der letzten Folge war es ja so gewesen, oh mein Gott, was ist das denn für eine Grafik wieder, ey, das sieht aus wie echt. Alter, was war das denn? Dinner? Last Comedy mit Dinner. Komm, gerne mit dir, bitte. Ungewöhnlich für einen Safe-Knacker. Hast du echt mal hier gelebt? Ja klar, nach der Army war ich durch den Wind. Hm, naja, fand hier einen Freund. Und blieb erstmal hier. Unter der Dusche, hä? Datenspezialist. Man macht sich eben nützlich, klar. Versuch du mal in einer Wirtschaftskrise als unehrenhaft Entlassener einen normalen Job zu kriegen. Lange Geschichte, Mann. Bin abgehauen. Und wie lange? Eigentlich bin ich immer noch flüchtig. Wie sieht's mit dir aus? Was ist deine Story? Oh! Marcus! Du! Oi! Und du bist ganz schön lecker geworden. Lecker geworden, Alter. Auch wenn ich nicht so voll Staub wäre, bräuchte ich Sonnenschutzfaktor 5800. Was ist die für Augen, Mann? Oh, sorry, das ist der Freund, von dem ich dir erzählt habe. Mendoza! Guten Tag, ich bin Nick. Nick Mendoza. Nick? Du siehst gut aus. Im Ernst jetzt. Danke. Also hast du den Safe-Knacker oder nicht? Nein, wir müssen ihn im Lager abholen. Oh, im Lager? Ich dachte, wir würden, Ist dein Vater da? Mann, der ist nicht mehr sauer auf dich. Sicher? Der macht nicht gleich den Shampoo auf, wenn du kommst, aber... Ja, wie der lacht, Alter. Ja, dann holen wir ihn wohl ab.
habt ihr Bock zu fahren? Boah, den Körper, Junge. Krass, Mann, krass. Klar, warum nicht? Geil, Mann. Juhu, ich kann ins Auto fahren. Boah, die Augen, ne? Heftig. So, jetzt können wir Auto fahren. Zum Lager fahren. Boah, geile Grafik, Mann. Jetzt fahren wir zum Lager. Ich drück mal kurz Pause, Freunde. Wir haben in der letzten Folge, da sind wir in dieses eine Haus eingebrochen und da haben wir den, da wo das Geld ist, haben wir unser Handy reingeworfen, damit wir das orten können. Jetzt haben wir den Ort herausgefunden und herausgefunden, dass dort ein riesen Safe ist und dafür brauchen wir diesen Safe-Knacker, der diese junge Dame jetzt hier hat und da müssen wir jetzt hinfahren, den erstmal abholen und dann hier den Safe knacken gehen, damit ihr alles verstanden habt. Weiter geht's. Kennt ihr noch von Fast and Furious, Freunde? Oh. Wisst ihr noch im zweiten Teil, kennt ihr die Stelle noch? Guck mal jetzt so. Er weiß immer, wo ich bin. Einfach geradeaus gucken. Zu ihr gucken, geradeaus fahren. Super. Boah, ist die geil, Alter. Die müssen ein bisschen mehr abchecken. Oi, oi, oi. Machen wir gleich Unfall, Alter. Will uns dein Kumpel umbringen? Mein Gott, die labern echt viel, Freunde. Das ist echt unnötig, was sie gerade am Labern sind. Der Feldweg sind. Da vorne, da müssen wir lang. Ja, halt die Schnauze, ey. Hä? Die kleine Kachenback. Voll geil mit dem Sonnenaufgang. Haben die richtig geil gemacht hier, dass die Sonne hier so... Dass man die voll geil sieht. So, da müssen wir hin. Ach du Scheiße. Ja, Alter. Dürfen wir da einfach reinfahren? Schau an, schau an. Da ist David Hasselhoff. Dahinter, hinter dem David Hasselhoff. Und so weiter. Hey, Mr. Alpert. Danke für dieses Treffen. Das war ja wohl das Mindeste. Und du bist sicher Nick. Boomer sagt, hier gibt's einen Apparat, der jedes Kombinationsschloss knacken kann. Aber sicher doch, Nick. Hab nur noch ein wenig Geduld. Nick! Mendoza, stimmt's? Wow! Oha. Sie an, und schon wird's ernst. Mein Dad überwacht meine Anrufe. Ja, etliche Leute wollen mit dir sprechen, Mendoza. Zum Beispiel dieser Typ aus L.A. Stoddard. Sagt, er zahlt 250.000 für dich. Lebend. Er ist gerade unterwegs hierher. Sorry, Marcus. Jungs, warum bringen wir nicht Mr. Mendoza und Marcus rüber in die Präsidentensuite? Hey, du hast gesagt, nur Nick. Well, Marcus ist hier nicht willkommen. Das war er nie. Oh, Baby, es tut mir so leid. Mann, hol sie von diesem Arschloch weg, bevor ich kotze. Remy! Und Marcus, um eins klarzustellen. Hautfarbe spielt keine Rolle. Meine Abneigung ist rein persönlicher Natur. Alter, was geht denn jetzt hier ab, Freunde? Mann, der Vater, richtiger Spaß, die nimmt uns hier in Gewahrsam. Alles wegen dem Stoddard. Die Welt ist zu klein, Freunde. Alle stecken unter einer Decke. Das ist echt krass, Mann. Oh, shit, ey. Jetzt bin ich mal gespannt, was passieren wird. Ob der Stoddard uns hier finden. Ja, jetzt kommt er. Hin. Ich habe relativ gute Neuigkeiten. Ach nee. Wo ist der Herr? Dune hat ihn mir zugesteckt. Dune, die uns reingelegt hat. Dune, die dich reingelegt hat. Die ist da ja, eigentlich ganz nett. Ja, klar. Wir müssen jetzt hier irgendwie rauskommen. Alter, jetzt gibt's wieder James Bond, Alter. Okay, bleib hinter mir. Klar, klar, nur zu. Ja, geil. Guck mal, wir müssen jetzt so mit... Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Da hast du völlig recht. Ach du Scheiße, Mann. Was zur Hölle ist das hier? Raketensilo. Mitte der 90er stillgelegt. Wir müssen hier auf jeden Fall lang. Bitte sag mir, dass Albert keine Atombombe ja, hat. Ja, keine Atombombe. Alter. Soweit ich weiß. Guck mal, wie das hier aussieht. Ah, warte, da habe ich Schnauze. Ich bin, dass wir keine Gegner sind, Freunde. Okay, hier lang. Alter, guck mal, wo wir sind hier, Mann. Es gibt drei Wege. Lang gehen wir am besten, Freunde. Ich muss irgendwo eine Luke sein. Oh, shit, Alter. Können wir den töten? Überwältigen? Ja, geht. Alter, guck mal jetzt. Alter. Wow, was macht der da? Der Mendoza hat's drauf. Perfekt, wir haben Schlüssel. Sauber. Aber jetzt haben wir keine Waffen, Freunde. Ah, doch, da seine Pistole drin, ne? Perfekt, perfekt. So, jetzt kann der Spaß beginnen, Freunde. Jetzt geht's los, Alter. Okay. So, weiter geht's.
viele Kugeln hast du? 11. Nicht viele. Los, wir müssen die Luke finden. Ganz langsam, Freunde. Junge, Junge, weiter. Wo sind wir gelandet? Vorsicht. Krass, ne? Wir sind hier, ey, unter der Erde. Guck, wie es hier aussieht, Mann, Alter. Krass, was die hier gebaut haben. Der Vater, der jetzt anscheinend richtig drauf, was Architektur angeht. Junge, Junge. Ja, da ist jemand, sieht der? Psst. Ist jemand. Warte hier. Wir brauchen kein Hände hoch, Alter. Ich mach den Dreck so platt. Zack, wieder aufs Maul. So, wir gehen mal ein bisschen weiter. Hier müssen wir hier schauen. Also heute wieder eine schöne James-Bond-Mission, Freunde. So. Auf jeden Fall, ich habe mir jetzt dieses Five Nights at Freddy's, ich rufe mal kurz Pause, Five Nights at Freddy's habe ich mir bei Steam angeschaut, das kann man sich da, glaube ich, downloaden. Oh, ich weiß nicht, wo ich das gefunden habe, aber ich kann das auf jeden Fall holen. Moment. Ich kann das auf jeden Fall auch jetzt die Tage demnächst Let's Playen, da habe ich richtig Bock drauf, Freunde. Ich wollte ihr unbedingt schon sehen. Leg los, Mann. Alter, wo sind wir denn hier, ey? Oh, shit. Ich mochte diesen Marcus eh noch nie. Ach du Scheiße. Scheiße. Wir sind drei Stück, Freunde. Dass ihr jemals solche Arschgeigen am Start hattet. Alter, Mann, wir hatten hier alles. Mexikaner, Hippies. Was soll man machen, Freunde? Keine Ahnung, was das für einer war. Guck mal, wie viele hier sind. Dann kam Tony und auf einmal war alles anders. Boah. Okay, kann ich jetzt alle bumsen? Soll ich einfach mal alle bumsen? Aber den können wir zuerst bumsen, da hinten. Okay, ganz ruhig. So viele wollen in letzter Zeit. So, weil wie der... zum Teufel bist du da raus? Kein Kopf mehr. Ja, guck mal, der schreit hier voll rum und die anderen hören nichts, ey. Ja, 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 ey. Wollen wir jetzt einfach ein bisschen Action machen, Freunde? Habt ihr Bock auf ein bisschen Action? Keine Bewegung! Hey, nicht... Okay, okay, los geht's. Oh shit. Okay, okay, okay. Alter. Okay, das war jetzt nicht so gut, Freunde. Müssen wir ein bisschen besser machen. Nachladen, nachladen, nachladen. Wo sind die? Pisser. Oh jo. Hier, ne? Gott, er lebt. Geil, das ist doch David Hasselhoff. Der arme David Hasselhoff ist tot. Ey, sieht aus wie David Hasselhoff, Freunde. Ohne Spaß. Da war der. Komm her. Boom. Zwischen den Eier geballert, aber dass sie jetzt nicht hören müssen. Ey, das sieht aus wie GTA-Poster hier, ey. Komm, wir müssen weiter, Freunde. Hey, einer der Idioten hatte meinen Scanner. Ah, jetzt haben wir den Scanner wieder. Hey, perfekt. Da ist eine Leiter. Da können wir raus. Ja. Okay. So, jetzt sind wir wenigstens hier wieder rausgekommen, Alter. Wir brauchen aber trotzdem diesen einen Safe-Knacker, Freunde. Das ist sehr wichtig. So. Alter, wie hell, Mann. Wie in echt, Freunde. Alter. Was ist das für eine Festung hier? Wir müssen unsere Sachen holen. Was? Bist du krank? Lass uns verschwinden. Hey, wenn Stoddard sie findet, sind Kai und Tyson geliefert. Okay, das ist zu riskant. Shit. Okay, wie soll das gehen, Mann? Da wimmelt's vor Elperts Leuten. Ja. Auf der linken Seite müssten wir reinklettern können. Okay, Moment. Oder wir könnten da rechts unter dem Zaun durch. Tja, oder wir greifen frontal an. Wenn's okay für dich ist. Du gehst vor. Ich bleib hinter dir. Dachte ich mir doch. So, müssen wir irgendwie hier los jetzt unsere Ausrüstung holen. Komm. Komm, 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 komm. Jetzt haben wir James Bond. Oder bist du so ein Stürmer oder James Bond, Freunde? Was wollt ihr? Alter. Ich hab Whisky. Wir müssen auf jeden Fall erstmal... Ich gehe auf jeden Fall hier einfach den Weg mal lang. Ich versuche so wenig Aufmerksamkeit wie möglich auf mich zu ziehen. Deshalb müssen wir hier langsam vor. Guck mal, hier natürlich LED, 3D, Full-HD-Fernseher. Scheiße, ey. Aber die Frage ist, wer hat unsere Sachen? Die können uns nicht hier sehen, ne? Oder? Doch, die können uns sehen. Oh, shit, Alter. Oh, Alter, was grillen die da? Ich krieg direkt Hunger, Freunde. Ich würde sagen, die zwei können wir... Scheiße, hast du keine anderen Freunde? So läuft's halt. Essen, was ist das denn, Mann? Die sind doch... Alter! Voll meine Fresse, du Missgeburt. Alter, ich sag dir was, die Leute schon... Oh, shit, Alter, wenn die mich jetzt sehen, bin ich am Arsch. Bin ich geliefert. Was ist das hier? Deaktivieren wir den Alarm, damit die keine extra Wachen rufen können. Wir müssen ja unsere Sachen holen. Fuck, der kommt da jetzt. Ach du Scheiße. Wenn ich den. Hey! Keine falsche Bewegung! Okay. Fuck, Alter, komm, wir wollen jetzt. Der eine wird jetzt gleich die Leiche da entdecken. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Aber bisher hatte sie noch nicht. Das heißt, das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen für uns. Den können wir, glaube ich, platt machen, oder? Hände halt! Hoch. Keine Bewegung! Das macht Spaß, Freunde. Das macht ehrlich gesagt Spaß. Heute ist mal ein bisschen ruhiger hier. Letztes Mal war geil das Haus gewesen. Das war echt so eine der geilsten Missionen. Oh fuck, die Leiche wurde entdeckt. Fuck, hier sind unsere Sachen drin. Schnell holen. Schnell, schnell, schnell. Na also. So, können wir noch kurz hier ausrüsten. Können wir die P90 nehmen, Freunde? Das ist meine Lieblingswaffe. Ja, Mann, korrekt. Können die P90 nehmen? Perfekt.
So, haben wir die. Weiter geht's. Das hier ist okay. Nichts wie weg hier. Wir müssen jetzt wieder zum Wagen gelangen. Ah, shit, Freunde. Ich würde sagen, wir machen hier keine große Ballerei, sondern versuchen einfach mal hier außen rum zu gehen. So, hier ist ja nämlich keiner. Deshalb ziehen wir einfach durch hier. Oh, fuck, Alter. Meint ihr, die haben mich schon gesehen oder nicht? Ich weiß nicht, Freunde. Ich ziehe einfach mal hier außen rum durch. So schnell können die mich nicht gesehen haben. Da hinten ist der Wagen. Oh, shit. Da müssen wir jetzt hier durch. Fuck, Alter. Können wir durchs Fenster? Das wäre eigentlich optimal. Ja, sauber. Oh, 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 da ist der einer. Den hole ich mir. Guck mal, Freunde. Ganz locker. Zieh die Sonnenbrille aus, wenn du mit mir redest. So, guck mal, die haben jetzt alle richtig taktisch auseinandergenommen, Freunde. So muss es sein. Wir dürfen nicht zu viel Aufmerksamkeit auf uns aufregen. Immer diese Ballereien und sowas. Wir müssen einfach jetzt hier schön... Meint ihr, der eine ist noch hinter mir, der Kollege? Wo ist er? Hä? Wo ist der hin? Meint ihr, der ist schon beim Auto? Ah, der chillt da schon. Alter, der Pisser hat mich einfach alleine hier gelassen. Was eine Muschi. Ne, warum soll ich dich jetzt nicht abknallen, ne? Oder dich hier vergewaltigen? Oh, schon geil, ne? Oh, wir haben den Jackpot gefunden, Freunde. Spaß, Mann. Komm, jetzt gehen wir ab ins Auto hier. Oh, shit. Jetzt gibt es, glaube ich, irgendeine Verfolgungsjagd. Ich habe ein ungutes Gefühl, Freunde. So. Wo lang jetzt? Hey, warum kommt die überhaupt mit? Was ist dir eigentlich? Du weißt, dass du jetzt mit uns kommst, oder? Ist das so? Scheiße! Oh, scheiße. Boomer! Ich könnte euch auch an diesen Stoddern-Typen übergeben und mir 250.000 Scheine verdienen. Alter. Was soll denn das jetzt? Mann, ich verarsche euch doch, Jungs. Lass sie doch nicht an. Die ist nicht mal geladen. Was ist das? Alter! Was geht denn jetzt ab? Freunde, was geht hier ab? Junge, was ist denn hier los, Mann? Alter! Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Haben wir das überlebt, Freunde? Das sah aus, als ob wir gestorben wären. Junge, Junge, Junge. Sind alle okay? Du bist verletzt! Mich hat's am Arm erwischt. Ja, mein Bein ist am Arsch. Mann, wir müssen Hilfe holen. Markus! Die Typen aus dem Hinterhalt, sie kommen. Du weißt ja noch, warum? Stimmt. Nick, halt sie auf. Ich überleg mir was. Im Kofferraum sind Waffen. Okay. Fürs Protokoll. Hier hat sich einiges geändert. Einiges. Alter, versteckt euch doch mal. Zieh durch, Junge, Junge, Junge. Alter Schwede. Fuck. Boah, Junge, Alter. Sind die tot? Okay, sind alle tot, Freunde. Sauber. Oh, fuck, das... Oh, yo, Alter! Was haben die denn für Waffen? Ey, was sollen wir machen, Freunde? Wir sind gebumst. Was soll ich machen, Mann? Ey, wir sind tot, Freunde. 100% tot. 100%. Ey, ich muss hier weg, Mann. Ich muss hier weg. Weg. Lauf weg hier, Mann. Was geht denn hier ab, Alter? Freunde! Alter! Das ist ja mal unnormal schwer. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Die schießt. Alter. Ich muss den Typen da runterholen. Sauber. Sauber, sauber. Ey, da kommen ja immer mehr und mehr, Alter. Wie soll ich denn hier alle abballern? Das ist ja mal gerade richtig schwer. Die haben diese... Alter, die haben noch Granaten und alles hier. Das ist doch unmöglich. Unfucking möglich. Unmöglich, Freunde. Ich sag's euch. Wie soll ich das packen? Ey, die kommen von überall. Alter, ich versuche schon mein Bestes. Aber mehr als ballern kann ich auch nicht. Nur noch 16 Leben, Freunde. Unser Leben lade ich auf, lade ich auf, lade ich auf. Unser Leben muss ich aufladen. Perfekt, perfekt, perfekt. Junge, Junge. Hab ich? Okay, komm. Da ist auch ein Spasti. Ach du Scheiße. Warum schießt der andere denn nicht, Mann? Der hat da mal gar nichts drauf. Alter, wo kommen diese Schüsse her? Junge, der macht das ganze Auto, das ganze Haus hier kaputt. Ich muss ihn da irgendwie rausholen. Da ist er. Bam, 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 deine Fresse. Schwanzlutscher, Alter. Kommt her, Mann. Ich bumse euch jetzt. Hier, Alter. Alter, wo kommen die anderen Schüsse her, Mann? Da wird nichts mehr auf der Karte angezeigt. Wo? Hier irgendwo, glaube ich. Da. Ey, hier. Jetzt leckt meine Eier, Alter. Hier. Oh, fuck, Alter. Oh, mein Gott. Der Typ ist doch krank in seinem Wagen. Oh, yo, Hilfe. Ey, ey, ey. Es ist unnormal schwierig hier, weil die so krasse Waffen da an ihren Geräten haben. Ey. Du musst weg. Ja, Mann, ich hab den, glaube ich, runtergeholt, oder? Oder? Wo ist er? Junge, Junge, Alter. Wieder
voll die Action hier am Start. Okay, wir haben es geschafft. Sauber. Puh, das war echt verdammt schwierig, Freunde, okay, Alter, was die für Waffen hatten. Wo ist die Chaya hin? Was ist denn da jetzt los? Oha, wer ist das denn? Alter, sieht aus wie ein Zombie, ey. Hey, alles okay? Ihr müsst mir einen Gefallen tun. Tony ist ein Jäger, also brauchen wir eine Ablenkung. Außerdem geht mir die Wüste auf die Nässe. Du kommst echt nicht mit? Wir bringen dich ins Krankenhaus. Ach, ihr habt doch genug zu tun. Der Flughafen ist da lang. Beeilung. Ja, okay, dann fahren wir zum Flughafen, ne? Hey, Duni. Ach ja. Ich liebe dich noch. Viel Glück. Man sieht sich. Die mit ihrem, hat die einfach Bein gebrochen, Arm gebrochen, geht ja wie so ein Krüppel. Ey, jetzt schnappt die sich das Auto, das krasse Auto. Ey, ist ja die sich das Auto gepackt und wir können zu Fuß laufen, oder was? Korrekt? Die ist echt korrekt, die soll mal zu Fuß gehen, ne? Oder lässt sie uns einsteigen? Ey, doch, nicht zum Flugplatz fahren. Ja, geil, Alter, guck mal, uns lässt die so eine Scheißkarre da und die fährt hier mit dem dicken Benzer weg, ey. Ist ja klar, typisch Frauen. Junge, Junge, hey. Junge. Sollen wir uns mal dieses ausgebrannte Haus da ansehen? Feuer sieht frisch aus. Was labert der da? Was für ein Haus? Ich hab doch gesagt, dass du okay ist. Ihr Dad wird jetzt mit allem, was er hat, hinter uns her sein. Vielleicht können wir vorher abhauen. Ist doch ein Flughafen. Vielleicht finden wir ein Flugzeug. Also, was hat Ron denn gemeint, als ich sagte, Tony lagert seinen ganzen Kram hier im Flughafen? Tony hat schon immer Sachen gesammelt. Je illegaler, desto besser. Wirklich? Was denn zum Beispiel? Schwarzmarkt-Armee-Kram, Panzer, Helikopter, sogar Flugzeuge. Oh ja. Tony hat einen Haufen Geld, Mann. Drogenkohle. Außerdem nimmt er sein Recht auf Waffenbesitz echt wörtlich. Da hinten ist, glaube ich, schon der Flugplatz. Könnt ihr den sehen, Freunde? Alter, wo das sind wir hier mitten am Arsch der Welt? Flughafen. Weiter! Ja, Junge. Der Flughafen ist da vorne. Kommt mir vor wie in Ägypten, in so einer Wüste oder so. Keine Ahnung, Mann. So krass hier. Also, ich könnte hier bei sowas nicht leben, Alter. Guck mal schon an, wie das hier aussieht, Mann. Und du warst so echt mal ein Bulle? Naja. Mein Dad war auch ein Cop. Echt jetzt? Kein gewöhnlicher Cop. Sagt ihr die SDI was? Kubanische Geheimpolizei? Ja, Freunde, ich gebe zu, heute ist ein bisschen viel Gelaber. Bist du seinem Vorbild gefolgt? Wie man's nennt. Ja, geil. Sein Job war es, Häftlinge zu grillen. Und das hat ihn nicht mehr losgelassen. Deshalb bin ich Cop geworden. Echt. Okay. Tut mir leid. Sorry, dass nichts was wurde. Da kann kaum sein, Typen aufzuhalten. Ich fahre wie so ein Idiot, ne? Ey, die labern heute zu viel, Freunde. Tut mir leid, aber ich kann dafür nichts. Es gibt natürlich auch Level, wo es ab und zu mal ein bisschen langweiliger wird. Aber gerade war eigentlich auch schön viel Action, deshalb. So, da sind wir schon direkt. Wir laufen. Los. Und jetzt? Brecher erhalten. Da ist ja wirklich ein Flugzeug. Da hinten müssen wir hin. Hoffentlich sind ja keine Gegner, Alter. Hallo. Oh ja, das ist Teil. Ziemlich verbeult, aber ich kann's reparieren. Ja, oh, Scheiße. Ach du Scheiße. Boomer, Tonys Leute sind schon da. Siehst du da ein Lagerhaus? Ja, ist blockiert. Kommst du da rein? Was ist das denn für ein Flugzeug, Mann? Oh, Moment. Ja, ich hab da eine Idee. Könnte ein bisschen laut werden. Was will er jetzt machen, Alter? Oha! Oh mein Gott. Wo soll ich denn reinschießen? Achso, ich soll die abballern. Alter! Ist das geil, Mann! Das ist geil! Das ist verdammt geil, Freunde! Boom! Boah, das macht ja so einen Spaß hier! Bam, Junge! Bam, Junge! Alter, wir verlieren noch viel Leben. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht sterben. Alter, was für eine kranke Scheiße hier, Freunde. War voll verzielt. Alter, wie viele da kommen, Mann, Alter? Junge, der hat aber eine gute Idee gehabt hier. Boah, Junge, wie es hier abgeht, Alter. Ich schwöre es euch. Richtiger Rollerpeter hier. Ai, ai, ai. Kacke, Alter. Wo sind die? Wo? Alle tot? Da. Boom, Junge. Ein Schuss, die sind alle kaputt, ey. Das macht so einen Spaß, ne, wenn du so eine geile Waffe hast. Guck mal jetzt, Freunde. Jetzt kommt er nach rechts. Komm, fahr. Und jetzt hier, guck mal. Boom. Explodier. Ein Schuss direkt kaputt. So muss es sein. Alter, was ist...
das denn? Ja, geil, okay. Alter, wie soll ich denn die jetzt abballern? Ach du Scheiße, einen habe ich. Komm, der zweite direkt hinterher, sauber. Ey, wir haben noch 50 Leben. Korrekt, jetzt zieh durch, zieh durch, zieh durch, zieh durch. Komm, 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 lauf, lauf, lauf. Ich hoffe, es sind alle tot, Alter. Es kommt gleich bestimmt Verstärkung. Alter, Junge, so eine geile Idee vom Storrad. Ey, wir werden sonst niemals hier. Ey, wird mich verarschen. Hätte ich jetzt noch kaputtballern müssen, oder was? Nee, doch nicht. Ich dachte schon. Ey, komm, komm, komm. Alter, wie viele Leute hier einfach waren, ne? Und mit normalen Waffen würden die niemals platt bekommen. Aber so, ganz locker easy. Alter, was ist das denn für ein Ding? Ich hab den Brecher. Der Brecher. Warte, Brecher. Alter! Oha! Was geht denn hier ab? Wer hat denn das Haus jetzt kaputt gemacht auf einmal? Fuck! Ach du Scheiße. Das ist ein Panzer! Oh mein Gott, um aus diesem Irrenhaus zu entkommen, benötigst du gewaltige Feuerkraft. Beschleunige in Hauptkanone feuern. Okay. Alter. Auf einmal soll ich das Flugzeug reparieren. Oh mein Gott, ich hab einen Panzer. Fast in Furious 6. Die haben einen Panzer. Kennt ihr noch die Stelle? Nach mehr Helis. Wo? Was hast du erwartet? Ich sehe gar keine Gegner, Freunde. Ich weiß gar nicht, wo ich langfahren soll. Da oben. Ach du Scheiße, Mann. Ohne Witz, das ist so schwierig, das zu lenken. Ey, das ist so verdammt schwer, das zu lenken. Ey, mach ihn kaputt. So. Und wo lang soll ich jetzt fahren? Okay, das ist ja richtig motiviert. Komm, 1 gegen 1 Panzerduell. Oh shit. Alter! Alter! 1 gegen 1! Scheiße! Richtiger World of Tanks hier, Freunde! World of Tanks! Kennt ihr das Spiel, Freunde? Junge, Junge, Junge! Bam, Junge! Alter! Da ist er! Oh, yo! Wir sind... Ich glaube, ich hab ihn! Wir sind am Arsch, Freunde! Aber gewaltig am Arsch! Ich muss ihn verfolgen! Alter! Bam, Junge. Wo ist der? Alter, der ist direkt vor mir. Fuck. Alter, der drückt mich voll weg. Was will der Pisser? Schieß. Da. Scheiße. Wir sind genau gleichzeitig mit ihm gestorben, Freunde. Fuck, direkt nochmal von neu, ohne zu cutten, Alter. Scheiße, aber das macht echt Bock hier. Panzerduell, 1 gegen 1. Ja, heute sind echt coole Sachen dabei, muss man ehrlich sagen. Komm schon, jetzt müssen wir den platt machen. Da. Bam, Junge. Bam. Wie soll ich den kaputt machen, wenn der die ganze auf mich schießt? Ich glaube, mein Fehler war, dass ich so lange gezögert habe. Guck mal, jetzt will er abhauen. Ich fall ihn einfach direkt hinterher. Okay, komm, mach ihn kaputt. Komm, ich baller die ganze Zeit einfach drauf. Ja, ja, verpiss dich hier, du Schwanzlutscher. Komm, komm, komm. Komm, wie... Oh, shit, der war daneben. Komm, der will abhauen, der Huren. Was eine Missgeburt. Geil, jetzt kann ich im Rückwärtsgang hier rausfahren. Alter, wer der besiegt mich, ey. Ich schwör, ich raste aus. Ja, ich hab ihn. Er ist tot. Und jetzt? Fahrzeug verlassen. Ah ja, wir müssen zu dem Heli. Da ist er. Zieh durch, Digga, zieh durch. Helikopter sind da. Lauf, 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 lauf. Fuck, Alter, wir dürfen nicht getötet werden. Komm, 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 komm. Ab in den Propeller, oder, Freunde? Komm, zack. Junge, Junge. Oh, 3D, Alter. Verziehen wir uns nach Miami. Ich sag doch, ich hab's drauf. Junge, Junge, Junge. Das war auf jeden Fall wieder eine richtig geile Mission. Wir haben sie geschafft, Freunde. In der nächsten Folge geht's dann weiter mit Episode 9. Das geil große Halbfinale wird dann kommen. Ja, heute die Folge war ab und zu, ehrlich gesagt, ein bisschen langweilig. Die ganzen Fahrten und sowas. Aber insgesamt war es eine coole Sache. Wir haben mit Panzer gespielt. Wir haben hier alle kaputt geballert. Waren coole Sachen auf jeden Fall dabei. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich wieder selber 5000 Likes freuen. Morgen geht's weiter mit NBA. Am nächsten Tag geht's dann weiter mit WWE. Alles klar, euer Öni ist raus. Ihr seid die Besten. Macht's gut. Haut rein. Checkt auf jeden Fall unsere FIFA-Coin-Sponsor unten in der Beschreibung aus, Golda, auf Rille-Code 3% Rabatt für euch. Schaut da rein und ciao!